Wir heute brauchen es eine Matte, gerne zwei Kurzhanteln, gerne auch ein Handtuch und natürlich auch was zu trinken und jede Menge Motivation, um die Beine, den Po und natürlich auch deinen Bauch zum Brennen zu bringen. Wir werden heute mal wieder mit der Musik arbeiten, starten mit einem kleinen Warm-up. Der erste Teil findet im Stehen statt, dann gibt es einen Teil im Vierfüßlerstand und dann gibt es noch einen Teil in Rückenlage. Und ich würde sagen, wir starten direkt, um keine Zeit zu verlieren. Marsch! Aufrecht, Schulterblätter nach hinten, Bauch ist fest, zieh die Knie hoch, 4, 3, 2, wir atmen, 1, und aus, 1, aus, 1, und aus, nimm die Arme mit, 4, 3, 2, kreis die Schultern nach hinten, go, ganz locker das Warm-up. Drei, zwei, breiter Marsch, öffne, marschier auf der Stelle, go, rechts, vier, drei, zwei, Side to Side, verlage dein Gewicht, über die Mitte, in die Seite, go, vier, drei, zwei, lecker, Ferse hoch, go. Hoch, Arme ganz locker. Hoch, hoch. Vier, drei, zwei, wir rudern, go. Hoch, hoch. Hoch. Vier, drei, zwei, komm ins Double. Zwei links, zwei rechts. Sehr schön. Ho. Go. Vier, drei, zwei. Singles. Ho. Ho. Vier, drei, zwei. Kneele. Ho. Hoch, Bauch ist fest, zieh den Knie nach oben, hoch. Double, links. Hoch. Hoch. Wir joggen. Komm. Ferse zum Gesicht. Nimm die Arme locker, nimm den Körper mit. Six. Vier, drei, zwei. Komm in den Marsch. Sieh. Öffne die Beine, komm schön breit in den Start. Knie nach außen, Fußspitzen nach außen. Po ist fest, Bauch ist fest. Schulterblätter ziehst du nach hinten. Gerade Oberkörper, Hände an die Schläfe. Im Double. Tief, tief, hoch. Tief, hoch. Hoch. Vier, drei, zwei. Singles, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wir halten. Kleine Impulse. Arme bleiben oben. Bauch ist fest. Komm aus den Beinen. Schön langsam kontrolliert. 4, 3, 2. Und löse. Lock einmal die Beine. Wir schnappen uns unsere Gewichte und starten mit der ersten Übung. Ich werde das Ganze einmal von der Seite machen. Schau mal, dass dein rechter Fuß nach vorne kommt.
links. Mach deinen großen Schritt nach hinten. Du darfst das Ganze auch gerne ohne Gewichte machen. Entscheide hier ganz für dich. Knie. Auswahlschritt. Double. Tief. Hoch. Hoch. Komm. Tief. Hoch. Kontrolliert. Tief. Hoch. Achte. Vier. Drei. Zwei. Bleib im Double. Tief. Tief. Hoch. Hoch. Tief. Tief. Hoch. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Wir bleiben oben. Komm. Tief. Komm. Schön lang. Gesäß ist fest. Aus dem Po. Komm. Rücken gerade. Vier. Drei. Zwei. Nochmal tief. Acht. Hoch. Sieben. Sechs. Fünf. Halte durch. Vier. Drei. Zwei. Double Tempo. Tief. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Noch einmal acht Stück. Komm. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und lösen. Locker die Beine. Wir wechseln die Seite. Linker Fuß kommt nach vorne, rechts nach hinten, Ausfallschritt, Double Tempo, schön tief. Hoch, tief, hoch, tief, der letzte, vier, drei, zwei, Beine anheben, tief, tief, hoch, hoch, tief, tief, hoch, tief. Hoch. Tief. Hoch. Vier. Drei. Zwei. Bleib oben. Kleine Impulse. Komm. Spannung im ganzen Körper. Aus dem Po. Vier. Drei. Zwei. Double. Tief. Hoch. Tief, hoch, tief, hoch, tief, vier, drei, zwei, kleine, acht, sieben, sechs, fünf, halte durch, vier, drei, zwei, eins. Nochmal acht normale. Acht. Hoch. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Halte durch. Zwei. Eins. Und lösen. Locker die Beine. Wir kommen in die Kniebeuge. Stell dich mal etwas breiter als schulterbreit hin. Fußspitzen nach außen. Genauso wie die Knie. Fußsohle ist komplett auf deiner Matte. Gewichte auf die Schultern. Ellenbogen kommen hoch. Bauch ist fest. Wir drücken uns tief und wieder hoch. Vier, drei, zwei, Double. Tief. Bauch ist fest. Komm. Tief. Hoch. Tief. Noch eine Runde. Tief. Halte den Ellenbogen oben. Hoch. Vier. Drei. Zwei. Sing it. Komm. Acht. Hoch. Sieben. Hoch. Sechs, fünf, vier, drei, zwei. Wir kommen mit den Kurzhanteln vor die Brust. Stolze Brust.
Stand bleibt gleich. Wir gehen tief, wippen und hoch. 4, 3, 2, steig mit ein. Tief, hoch, tief, hoch. Komm, tief, wipp, hoch, tief, hoch. Zweimal wippen, tief, hoch, tief, hoch. Komm, tief, wipp, wipp, hoch. Komm, hoch, hoch, hoch. Noch einmal, tief, hoch, hoch, hoch. 4, 3, 2, 8, Singles, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und schließen. Lange die Beine, eine Runde Bauch im Stehen. Einmal ohne Beine, einen gemeinsamen Durchgang, damit du lernst, deine Bauchmuskeln zu treffen und mit dem Kopf zu arbeiten. Schau mal, fester Stand, festes Gesäß, richtig schwere, stabile Beine, Schulterblätter nach hinten, Kurzhanteln vor die Brust. Wir kommen rechts, Mitte, links, die Mitte, rechts, links, go. Hüfte ist fest, ohne die Mitte, rechts, go. Aus dem Bauch. Zähne zusammenbeißen, das schaffst du. Zieh. Komm, aus dem Bauch. 8, 7, 6, 5. Halte durch. 4, 3, 2, 1 und schließen. Locker dich einmal. Wir kombinieren das Ganze mit deinen Beinen. Achte bitte auf dein Gleichgewicht. Ich mache eine Runde seitlich und dann einmal von vorne. Rechts kommt nach vorne. Links. Mach einen großen Schritt nach hinten. Hüfte gerade. Schau, dass deine linke Gesäßhälfte nach vorne zieht. Eine Linie. Und wir kommen tief. 4, 3, 2, der Bauch. Rechts, Mitte, links. Die Mitte, rechts, links. Rechts, links. 4, 3, 2, wer will schnell? Komm, aus dem Bauch. 4, 3, 2 und lösen. Wir wechseln das Bein. Komm nach hinten. Auch hier. Hüfte gerade. Rechts nach vorne. Schulterblätter nach hinten. Komm tief. Rechts, Mitte, links. Wer will? Tempo! Rechts, links, aus dem Bauch, komm! 4, 3, 2 und schließen. Komm nach vorne, locker die Beine, Kurzhanteln in die Seite. Eine Runde ohne Gewichte, auch hier brauchen wir die Beine. Und deinen Bauch, da wir uns diagonal in der Mitte zusammenziehen. Hände an die Schläfe. Steig mit ein. Kniebeuge. Tief. Hoch. Tief. Tief. Tief.
Zieh. Hoch. Pass auf. 4, 3, 2, dreh dich ein. Komm. Zieh. Hoch. Zieh. Hoch. Komm, diagonal zusammen. Hoch. Go. Zieh und hoch. Bleib in der Mitte. Komm, zieh. Hoch. Zieh. Zieh. 4, 3, 2. Diagonal. Komm, zieh. Hoch. Zieh. Bleib in der Mitte. Zieh. Hoch. Komm. Zieh. Und hoch. Halte durch. Komm. Und lösen. Locker die Beine. Wir kommen nochmal zur allerersten Übung. Noch einmal in die Kombi mit deinem Ausfallschritt und dem Kick nach hinten. Schnapp dir die Gewichte. Rechts nach vorne. Links macht einen großen Schritt nach hinten. Starte im Double-Tempo. Hüfte gerade. Schulterblätter nach hinten. 4, 3, 2. Steig mit ein. Tief. Hoch. 4, 3, 2. Kick nach hinten. Tief. Tief. Hoch. Hoch. Tief. Hoch. Bleib im Double. Tief. Hoch. 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 4, 3, 2. Nach hinten. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ausfallschritte. 8, hoch, 7, hoch. 6, 5, 4, 3, 2, 1 und lösen. Wechsel deine Seite. Lock einmal die Beine. Ganz für dich und dann haben wir den ersten Teil auch schon geschafft. Versprochen. Ausfallschritt, Hüfte, Schulterblätter, Bauch. 4, 3, 2, Double Tempo. Tief. Hoch. Komm. Hoch. Der letzte. 4, 3, 2. Mit Kick. 4, 3. Hoch. Hoch. Komm. Tief. Tief. Hoch. Hoch. Tief. Hoch. 4, 3, 2, 8 Stück. Komm. 8, 7. Der letzte. 4, 3, 2, 8 Ausfallschritte. 8, hoch, 7, hoch, 6, 5, 4, 2, 1 und lesen. Locker die Beine, Gewichte in die Seite. Trink gerne einen Schluck, schnapp dir dein Handtuch. Wir gehen rüber in den Ausfallschritt. Rüber in den Vierfüßlerstand.
Schau bitte, dass du dir diesmal eine Kurzhantel mitnimmst. Du darfst das Ganze natürlich auch ohne Gewichte machen. Das entscheidest du ganz für dich. Das Ganze wird auch ein bisschen tricky. Schau mal, dass du deine Kurzhantel in deine Kniekehle klebst. Neutraler Vierfüßlerstand. Wir gehen in die Abduktion. Linker Fuß rückt in die Matte. Zieh dein Knie nach oben seitlich hoch und komm tief. Und wir starten im Double. 4, 3, 2, Double Tempo. Halb, hoch, tief. Noch eine Runde. Halb. Vier, drei, zwei und lösen. Kurzhantel bleibt in der Kniekehle. Wir kommen mit den Kicks nach oben und tief. Double Tempo. 4, 3, 2, leg los. Halb. Noch eine Runde. Hoch. Der letzte. 4, 3, 2 und löse. Wir wechseln. Abduktion. Erste Übung in die Seite. Double Tempo. 4, 3, 2. Leg los. Halb. Noch eine Runde. Vier, drei, zwei und lösen. Kicks nach oben. Auch hier bleiben wir im Double Tempo. Mach dich bereit. 4, 3, 2, leg los. Der letzte. Und lösen. Gewicht in die Seite. Komm nach vorne. Eine Runde Unterarmstütz. Jedoch bauen wir noch eine Übung mit ein für deinen Po. Variante 1. Auch hier gilt, du darfst auf deine Knie kommen. Halte dich oben und dann ziehst du dein Knie zum Ellenbogen, kommst zurück und wir wechseln. Ansonsten Unterarmstütz und du ziehst dich zum Ellenbogen nach oben. Hoch. Rechts, Mitte, links. Go. Links. Halte durch. Hup. Jede Seite noch einmal. Und löse. Komm auf deine Ferse. Genieß die Länge. Ein
Atme einmal tief durch. Und dann komm zurück in deinen Vierfüßlerstand. Spannung noch einmal im ganzen Körper. Wir strecken das rechte Bein lang nach vorne aus. Und dann kommst du seitlich tief. Komm zurück nach oben und tief. Wir starten gemeinsam. Leg los, komm. Hoch, hoch, tief, hoch. Aus dem Po. In die Seite ziehen, komm. Noch einmal, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Kicks. 8, 7, 6, 5, halte durch. 4, 3, 2, kleine Impulse. 8, 7, 6, 1 und lösen. Locker einmal und dann komm zurück. Auch hier, Beine ist lang, kreuzen, hoch, tief. Mach dich bereit. Spannung im ganzen Körper, vor allen Dingen im Po. Vier, drei, zwei, wir kreuzen. Hoch. In die Seite. Drei, zwei, eins und Kicks, komm! Acht kleine, komm! 8, 7, 6, 5, halte durch! 4, 3, 2, 1 und lösen. Roll dich einmal in die Seite. Ellenbogen unterhalb deiner Schulter. Winkel dein unteres Knie an. Oberes Bein ist lang. Wir kommen in den Seitstütz. 4, 3, 2, halte. 4, 3, 2, Abduktion, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, wir halten, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ganzer. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und lösen. Komm auf deine Matte. Schau mal, dass dein Schienbein parallel zur Matte ist. Stütz den Kopf gerne ab. Knie auf Hüfthöhe. Double Tempo. Halb, hoch. Aus dem Po.
4, 3, 2, Single. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und lösen. Wir wechseln die Seite. Nach oben, hoch. Als erstes die Abduktion. 4, 3, 2, 8 Stück. 8. 5. 4. 3. 2. 1. Wir halten. 8. 6. 5. 4, 3, halte, 2, 1, beide Füße lang, 7, komm, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und lösen. Schienbein ist parallel zur Matte, stütz den Kopf gerne ab. Wir öffnen aus dem Po. Beine sind fest. Double, halb, hoch. Acht Singles. Acht. Sechs. 5, 4, 3, 2, 1 und lösen. Zweiter Teil geschafft. Wir drehen uns auf den Rücken. Schau, dass dein unterer Rücken aktiv in die Matte gebohrt ist. Schulterblätter von der Matte lösen. Bauch ist fest. Knie auf Hüfthöhe oben. Wir tippen mit der Ferse auf die Matte und wieder hoch. Double Tempo. 4, 3, 2, leg los. Halb, zieh, halb, hoch. Jump. 4, 3, 2, wir halten. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und lösen. Lager den Bauch. Schnapp dir ein Gewicht. Schau, dass dein Gewicht zwischen deine Beine kommt. Halte. Schulterblätter sind gelöst. Als nächstes. Tipp wieder mit deiner Ferse auf dem Boden. 4, 3, 2, Double. Halt. Tief. Schön langsam, kontrolliert, unter Spannung, aus deinem Bauch. Wir halten 8, 7, das schaffst du, 6, 5, 4, 2, 1 und löst. Locker einmal deinen Bauch, vor allen Dingen deine untere Bauchmuskulatur. Wir machen direkt im Anschluss was für deine obere Bauchmuskulatur.
Schau, dass dein Gewicht zwischen deine Hände kommt. Lang nach hinten. Unterer Rücken ist aktiv in der Matte. Du ziehst dich vor und tief. Double Tempo. Leg los. Tief. Halb. Hoch. Halb. Zurück. Singles. 8, 7, 6, 5, 4. Halte. 8, 7, 6, 5, 2, 1 und löst. Locker einmal den Bauch, nimm die Spannung raus. Gewicht in die Seite. Eine Runde seitliche Bauchmuskulatur. Schau, dass du die Schulterblätter von der Matte löst. Ferse nach zum Gesicht. Bauch ist fest. 4, 3, 2. In die Seite. Lang. Mitte. Komm, schön aus deiner seitlichen Bauchmuskulatur. Zieh dich zum Knöchel. Und löse. Knie gerne zur Brust. Atme einmal tief durch. Locker den Bauch. Wir kommen mit den Händen an die Schläfe. Füße auf den Boden, unterer Rücken aktiv in die Matte. Zieh dich nun einmal diagonal mit deinem Knie und deinem Ellenbogen in der Mitte zusammen. Komm zurück und leg wieder los. Wir starten im Double. Das heißt, 2 hoch, 2 tief pro Seite. 4, 3, 2. Lass dir Zeit. Halb, hoch. Wechsel. Sing es hoch. Rechts. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wir wechseln. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nochmal rechts. 8, 3, 2, 1. Wir wechseln. 8. Und lösen. Locker den Bauch. Atme einmal tief durch. Du hast es fast geschafft. Wir gehen noch einmal rüber zum Beckenlift für deine Po-Muskulatur. Schau mal, dass du deine Ferse ganz nah zum Gesäß ziehst. Wir drücken uns gleich nach oben zum höchsten Punkt. Arme lang nach hinten. 4 hoch, 4 tief. 4, 3, 2, hoch. 4, 3, 2, tief. 4.
zwei, Double, Halb, Hoch, Zieh, Go. Bleib im Double, Halb. Vier, drei, zwei, Single, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins und löse. Knie zur Brust, schaukel noch einmal ganz für dich von rechts nach links. Genieß die Länge. Und dann machen wir noch einen letzten Satz. Das heißt, drei Übungen direkt hintereinander. Vier den Bauch. Hände an die Schläfe. Vier, drei, zwei, im Double. Hoch. Komm aus dem Bauch. Und singles. Diagonal. Go. Hoch. Bleib in der Mitte, komm, hoch. Hoch. Kleine Impulse, komm. Auf den Bauch. Vier, drei, zwei, acht nach rechts, acht, sieben, sechs, fünf, vier, in die Mitte, acht, acht, sieben, fünf, die letzten, vier, komm, drei, zwei, eins, wechsel, acht, fünf, vier, drei, zwei, eins und lese. Locker den Bauch, nimm die Spannung raus, Knie nochmal zur Brust. Du hast es geschafft. Wir machen noch einmal ein kleines Cooldown gemeinsam. Und dann sind wir auch schon durch für heute. Zieh dein rechtes Knie zu dir. Dein linkes Bein streckst du lang nach vorne aus. Bein kommt lang zur Decke. Fußspitze zu dir, Ferse in die Decke. Spür die Dehnung in deiner Beinrückseite. Und dann wechseln wir. Bein lang zur Decke, Fußspitze zu dir, Ferse in die Decke. Und dann lösen wir uns. Zieh dich einmal lang nach oben hoch. Öffne einmal deinen Brustkorb, zieh die Schulterblätter nach hinten
Und dann mach dich einmal ganz rund. Roll dein Kinn zum Brustkorb ein. Und dann öffne dich. Mach dich rund. Und dann lösen wir uns. Wir stehen nochmal gemeinsam auf. Schau, dass du einmal deine rechte Ferse zum Gesäß ziehst. Schließe deine Knie, Becken gerade, Schulter bitte nach hinten. Wenn du Probleme mit dem Gleichgewicht hast, hilf dir einfach mit deiner Hand. Und dann wechseln wir. Und dann kommst du mit einem großen Schritt in die Seite. Verlagere dein Gewicht. Einmal nach rechts. Schulter bitte nach hinten, stolze Brust. Links ist schön lang, Fußsohlen sind beide auf dem Boden. Und dann kommen über die Mitte nach links. Und dann komm zurück, zieh dich lang nach vorne. Komm einmal tief zum Boden. Und dann schiebst du deine Füße in der Mitte zusammen. Komm in die ganze Vorbeuge, spür die Dehnung in deiner Beinrückseite. Und dann rollst du dich Wirbel für Wirbel nach oben auf, ganz für dich. Erst die Schultern, dann deinen Kopf. Zieh dich noch einmal ganz lang zur Decke, werd hier groß. Komm in die rechte Seite. Über die Mitte kommst du nach links. Komm nochmal zurück und dann lösen wir uns. Schau einmal, dass du deine rechte Ferse auf den Boden stellst. Schulterblätter nach hinten. Schiebe dich mit einem geraden Rücken nach hinten. Linkes Knie ist angewinkelt, rechts ist lang. Fußspitze zu dir. Spür die Dehnung in deiner rechten Wade. Rücken gerade. Und dann löse dich. Wir wechseln. Linke Ferse auf dem Boden. Rechts anwinkeln, Rücken gerade. Fußspitze zu dir. Dehnung in der Wade. Und dann lösen wir uns. Wir atmen noch dreimal. Tief ein und aus. Tief ein und aus. Das letzte Mal tief ein und aus. Und dann hast du es auch schon geschafft. Das war's heute mit Bauch, Beine, Po. Ich hoffe, du hast deine Muskulatur ordentlich gespürt. Morgen denkst du an mich bei deinem Po und deinem Beinmuskelkater. Vielleicht auch etwas im Bauch. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und hoffentlich bis zum nächsten Mal.